Tentacle Studios. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir diesmal Jack Keane. Das ist ein Adventure von Deck 13 aus dem Jahre 2007. Ich habe das Spiel bisher ein einziges Mal durchgespielt. Und zwar genau als es rausgekommen ist. Also ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Und ich habe mich für dieses Spiel hier entschieden, weil jetzt im September der zweite Teil von dem hier rauskommen soll. Also Jack Keane 2. Der genaue Untertitel weiß ich jetzt gerade nicht. Und da dachte ich auf jeden Fall, das ist ist eine schöne Idee, ja, noch ein Let's Play zu machen, um zu sehen, was ist eigentlich passiert im ersten Teil, bevor es zum zweiten geht. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir doch gleich mal. Mrs. Thatcherby, Sie sehen mal wieder besonders vergrämt aus. Sie schmeicheln mir, Dr. T. Und? Ist etwas Besonderes in der Post? Ja. Angeblich schickt die Queen von England einen Geheimagenten zu uns. Er soll herausfinden, ob Sie womöglich einen Schlag gegen das Empire planen. Die Queen darf auf keinen Fall von meinen finsteren Plänen erfahren. Deshalb werden wir ein paar Vorkehrungen treffen. Sind denn Bewerbungen für die Stelle als Handlanger eingetroffen? Nur eine, Herr Doktor. Von einer Dame aus Amerika. Eine Amerikanerin? Dann wird die Hand an der Kanone bestimmt sehr locker sitzen. Schicken Sie der Dame eine Einladung. Ich werde mich schon darum kümmern, dass dieser Agent eine unvergessliche Zeit auf unserer Insel verbringen wird. Lass das Spiel beginnen! Sie sind teuflisch, Dr. T. Danke, Mrs. Thatcherby. Und wer könnte mich jetzt noch aufhalten? Also, der hat wirklich einen an am Tee. Oh, schade, wieder so ein Wicht. Die halten doch immer nur 5 Minuten. Dann halte ich diesmal etwas zurück. Was? Halt! Wer seid ihr? Du hast dir Geld von Mr. Lee geliehen, erinnerst du dich? Um dein Schiff zu bezahlen. Und jetzt will er sein Geld zurück. Jetzt schon? Hört mal, bis man sich so ein Geschäft aufgebaut hat, das dauert ein wenig. Was heißt da jetzt schon? Das war vor 3 Jahren. Und jetzt will Mr. Lee endlich Bares sehen. Mit mächtig Zinsen, versteht sich. Und die prügeln wir jetzt aus dir raus. Oh, endlich! Darf ich Matsch aus ihm machen? Na gut, aber nicht alles auf einmal. Ja, also, das ist Jack Keane. Und Jack hat ein kleines Problem, und das sehen wir ja auch. Die Synchronstimme kommt vielleicht auch einigen bekannt vor. Das ist Synchronstimme von Christian Bale, der ja in Batman gespielt hat, und auch zum Beispiel von Firefly, von Hauptdarsteller Jack. Nicht Jack Reynolds, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, auf jeden Fall Reynolds. Eine sehr bekannte Stimme auf jeden Fall. Keine Ahnung, was da drin ist. Und leider hilft es mir in diesem Zustand auch nicht weiter. Der ist nur halb so schrecklich wie sein Boss. Wo auch immer es hinführt, solange ich gefesselt bin, nutzt es mir nichts. Ich glaube, ja. Hier mit der Taste kann man noch die, Dings anschauen. Die Hotspots sich anzeigen lassen, was sehr, sehr gut ist. Ein leerer Eimer. Naja, rechte Maustaste ist, interagieren, während linke, anschauen ist. Kommt schon, gebt mir eine Sekunde, um nachzudenken. Beeil dich.
Henry kann nämlich so fest zuhauen, dass du einen Meter zurückfliegst. Ha, euch Schurken verspeise ich doch zum Frühstück. Dein Frühstück landet gleich auf dem Fußboden. Ob das eine so gute Idee war. Ich würde sagen, ja. Eine schmerzhafte Idee, aber... Mein Messer. Verdammt, ein paar Zentimeter noch und ich könnte es erreichen. Ich glaube, da muss wohl eine härtere Kur ran, um an das Messer zu kommen. Na? Mit der Wampe hast du es nicht leicht bei Frauen, stimmt's, Großer? Jetzt gibt's richtig was. Mein Messer. Und wir kommen ran. Sehr schön. Das lief nicht gut. Hier geblieben! Na, warte. Oh Gott, was der schon alles in seiner Jacke hat. Das ist ja schon erstaunlich. Nein! Ausgerechnet auf der Turmspitze. Wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann hoch oben zu sein. Los, Großer, lass uns die Tür eintreten. Ich sollte mich beeilen. Wie komme ich hier runter? Wahrscheinlich mit dem Aufzug hier. Oder springen, aber ich glaube, das ist ein etwas ungesunder Weg nach unten. Ah, und da ist doch das Messer. Ein Messer? Da unten ist es also. Ich schätze mal, das werden wir brauchen für den Fahrstuhl, wie auch immer das heißt, ich komme gerade nicht drauf. Gut, runterklettern geht auf jeden Fall. Da haben wir auch was, das glitzert hier auch relativ schön. Der ganze Schmutz macht den ohnehin nicht besonders einladenden Boden noch gefährlicher. Der ganze Schmutz macht den ohnehin nicht besonders einladenden Boden noch gefährlicher. Und hier geht's auch nochmal runter. Solange es dort so rutschig ist, werde ich nicht runterklettern. Es ist sowieso der reine Wahnsinn, hier herumzulaufen. Ja, okay. Dann müssen wir wohl doch noch erst noch wieder hoch. Da hinten haben wir noch einen Eimer und ein Hinweisschild. Diese Schilder stehen hier nicht zum Spaß. Diese Schilder stehen hier nicht zum Spaß. Ein Eimer. Ein Eimer. Okay, aber haben tun wir nichts. Vielleicht gibt es davon irgendwie einen Lappen oder irgend so etwas, wo wir dann ins Eimer tauchen können. Blockiert. Eindeutig. Ich werde hier oben keine Kunststücke vollführen. Kann ich gut nachvollziehen. Es werden wohl ein paar Reparaturen am Big Ben durchgeführt. Der Knoten hält das Halteseil. Na also. Hey, was? Ich dachte doch, dass es nicht so einfach geht. Haben wir dich. Warte nur. Wir kommen rüber und machen Kleinholz aus dir. Oh oh. Was hat man da alles? Da haben wir den Besen.
Auch hier oben wird für Sauberkeit gesorgt. Ein Fass? Ein schweres Ding. Und fest verschlossen. Das Ding ist leider zu schwer. Aber vielleicht... Auch hier oben wird für Sauberkeit gesorgt. Den Besen als Dings nehmen, als Hebel benutzen. Ich muss nur lernen, mit der rechten Maustaste zu klicken. Das wird dir auch nicht lange helfen. Im Handumdrehen sind wir wieder oben. Und was liegt denn da? Ein Lappen. Wie wenn ich es gewusst hätte. Ein Reinigungslappen. Wusste ich aber wirklich nicht, aber... An diesem Seil hängt das Gegengewicht, das die Gondel stabilisiert. Ich schätze, wir werden dieses Gegengewicht abschneiden müssen. Ja, vergesse es jedes Mal. Gut, dann wollen wir mal hier auch runterklettern. Vielleicht können wir auch einfach von innen jetzt fliehen, weil theoretisch hängen die jetzt der da unten. Ah, nicht richtig gedrückt gehabt. Sagte ich schon, dass ich ein gewisses Problem mit Höhen habe? Da werde ich doch nicht da vorne rumklettern. Zumindest solange das Biest dort hockt. Vielleicht kann ich es aber irgendwie verscheuchen. Gute Idee. Sagte ich schon, dass ich ein gewisses... Da werde ich doch nicht da vorne... Ja, vielleicht das sagtest du schon. Aber irgendwie verscheuchen. Das sagtest du schon... Ach, da kann man auch nicht betrachten. Okay. Ich dachte, man könnte Krähe sich vielleicht genauer anschauen. Sagte ich schon, dass ich ein gewisses Problem mit Höhen habe? Da werde ich doch nicht da vorne rumklettern. Vielleicht... Was haben wir denn sonst noch alles hier? Da haben wir nochmal ein Schild. Diese Schilder stehen hier nicht zum Spaß. Der ganze Schmutz macht den ohnehin nicht besonders einladenden Boden noch gefährlicher. Da haben wir die Schlägertypen. Wir finden schon einen Weg nach oben, Jack. Und dann ist's vorbei mit dir. Oh. Eine kleine kurze Pause. Ich habe hier gerade einen Telefonanruf. So, da bin ich wieder. Und Entschuldigung, wegen der kurzen Unterbrechung. Was wollte ich machen? Was haben wir da? Da haben wir auf jeden Fall einen Sandsack. Darf auf keinem Turm fehlen. Wenn er meint. Wird eingesteckt. Dann haben wir da noch Farbtöpfe. Die könnten vielleicht nützlich sein. Andererseits, dafür müsste ich dort herumklettern. Ich bin doch nicht verrückt. Gut. Wisst ihr, was ich jetzt einfach mal probiere? Ich probiere mal, ob ich von innen einfach die Treppe wieder runtergehen kann. Ohne, dass die zwei mich dabei behindern. Ich glaube zwar nicht, dass das klappen wird, aber... Macht's gut, ihr Schwachköpfe! Oh nein. Siehst du? Du entkommst uns nicht. Und natürlich gibt es außen keinen Griff. Na toll. Das hast du ja super hingekriegt, Jack. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Echt gut hingekriegt. Es werden wohl ein paar Reparaturen am Big Ben durchgeführt. Was haben wir da? Es werden wohl ein paar Reparaturen am Big Ben durchgeführt. Da haben wir noch Sicherheitsleine. Sie verhindert, dass die Gondel in die Tiefe rast. Die ist auch wichtig.
Das wird wahrscheinlich das hier sein. Okay. Sandsack, was machen wir mit dem Sandsack jetzt? Ich glaube nicht, dass wir mit dem Sandsack mit dem Vogel was machen können. Aber vielleicht kann ich es einfach runterschmeißen auf die Jungs hier. Hey, jetzt kann ich zu meinem Messer. Ah, sehr schön.